Ja, da sind wir wieder bei Pokémon Platz Grün. Grün Platz. Ich weiß nicht, egal. Wir haben mal Pokémon gehabt, mein bisher zusammen. Und nun müssen wir, glaube ich, zum Pokémarkt oder so. Hier in Bertania City, hier ist der Markt. Schauen wir einfach mal rein. Und verfällt. So. Ey, kommst du aus Alapastia? Professor Eich schickt dich, oder? Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Luki erhält Eichs Paket. Luki packt Paket in die Eichs. Ja, ja. Okay, grüß Professor Eich von mir. Okay, danke, tschüss. So, wir haben jetzt ein Paket bekommen. Das müssen wir wieder den ganzen Weg nach Alabastia runterlaufen. Aber da wir ja vorher gelesen haben, dass wir die tollen Dinge hier runterspringen können und dafür die Zeit sparen, geht es ja ratzfatz hier ohne Ankampf. Also hier. Oh, top. So, und schon sind wir beim Eich. Ich glaube, das war hier. Ja. Da ist er. Professor Eich. Hallo, Luki. Wie geht es deinem Pokémon? Er scheint dich sehr zu mögen. Ja. Du musst alle Pokémon Trainer 10 talentiert sein. Du hast etwas für mich? Luki begibt Professor Eich das Paket. Ah, auf diesen speziellen Pokéball warte ich schon lange. Vielen Dank. Mark. Opa! Warum hast du mich hier hergestellt? Ach ja, ich habe eine große Aufgabe für euch. Auf diesem Tisch steht eine Erfindung von mir, der Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hit-Teach-Lexikon. Luki, Mark, diese beiden sind für euch. Luki erhält ein Pokédex von Professor Eich. Professor, es reicht nicht, Pokémon zu sehen und detaillierte Informationen über sie zu sammeln. Du musst sie fangen, benutze das hier, um wilde Pokémon einzufangen. Luki erhält 5 Pokémon. Ah, jetzt verstehe ich. Luki packt Pokémon in der Tasche. Tauscht ein wildes Pokémon auf, so kannst du es fangen. Wirf einfach einen Pokéball und versuche es. Doch du wirst oftmals keinen Erfolg haben. ein gesundes Pokémon entkommt schnell. Man muss schon etwas Glück haben. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war immer mein Traum. Aber ich bin zu alt. Ich schaffe es nicht mehr. Also bitte, ich euch meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Alles klar, Opa. Überlass es ruhig mir. Luki, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Genau, ich leih mir von meiner Schwester eine Karte. Und dir soll sie keinen geben. Luki, ha. So, ich glaube, jetzt können wir weitergehen mit dem tollen neuen Pokédex, den wir jetzt erstmal anschauen. Und natürlich die super tollen. Was? Pokéliste. Gesehen 4. Gefangen 1. Gras, Wald, Berg. Ah.
richtig krass. Ah, das 5 war auch. Waldestand ist taugt. So, dann gucken wir mal, dass wir hier wieder nach. Jetzt nach Vertania City kommen. Und vielleicht noch ein Taubsi mitnehmen. Ne? Ein kleines. Dum, dum, dum. Ist das mein Taubsi? Taubsi Level 3, das wäre mal gut. Los, Bisasa! Komm. Tackle. Einer geht. So. Oh, wo fehlt? Heute? Pokéball, Pokéball, okay. Du gehst jetzt Pokéball. Aha, aha, aha. Hey! Toll! Das will doch keiner wissen. Möchtest du Taubsi einen Spitznamen geben? Nein! 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 So! Keine Erfahrungspunkte, aber ein Pokémon. Oh, das läuft ja richtig gut hier. So, dann gehen wir erstmal ins Pokécenter. Mein neues Taubsi hochheilen. Ist ja klar. Komm in den Pokécenter. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Ja, mach das mal. Biu, 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 biu. Komm jederzeit wieder vorbei. Mach ich. So, und jetzt können wir, glaube ich, in den Pokémon und könnten theoretisch Pokébälle kaufen, aber das habe ich ja jetzt schon welche. Hallo, kann ich behilflich sein? Kaufen. Pokéball 200 Geld. Gegift. Ja, ich denke mal, ich brauche jetzt nichts. Ich habe mir jetzt ein paar Pokébälle gekauft, aber ich habe jetzt noch 4 und weiß eh nicht, oh. Was ich mir jetzt nächstes beim Pokémon holen soll, da ich gerade erst eins gefangen habe und meine eh noch ziemlich schwach sind. Ich sollte die mal erstmal. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Erstmal ein bisschen hochleveln. Mittig. Beim ersten Trainer kam ich nicht gleich Absack hier. Tun wir mal in das Haus rein. Und hier, das ist eine Schule. Puh, ich versuche meine Noten aufzufangen. Auswendig zu lernen. Ich glaube, ich sollte echt mal meine Batterien tauschen langsam. Meine Tastatur geht immer wieder aus. Ist ja nervig. Deswegen manchmal die kurzen Päuschen. Das ist nicht, weil ich eingeschlafen bin oder so, sondern weil meine Tastatur nicht will. Ah, hier geht's zum Top-Liga Gedöns-Dingsbums. Wenn ich zum Einkaufen nach Maroni City möchte, muss ich jetzt zum Beispiel immer durch die Vertania Wald gehen. Nun, jetzt hatte ich meinen Kaffee und da sehe ich alles was. Ich brauche, um loszulegen. Was ist das für eine rote Box? Ah, du arbeitest an einem Pokédex. Dann will ich dir einen Ratschlag geben. Und der wäre?
alter Mann. Der Pokédex wird mit jedem neuen angefangenen Pokémon aktualisiert. Du weißt nicht, wie man Pokémon fängt? Oh, doch, eigentlich schon. Ich habe ja schon eins gefangen. Aber du wirst es mir bestimmt zeigen. Ich soll es dir wohl besser zeigen. Sag ich doch, zeig es mir einfach. Ein wildes Honio erscheint. Was soll der alte Mann tun? Über den ganz einfach aus. Und er hat's natürlich. Wenn ich das probiere, ohne in Level 5 Pokémon, ohne zu schwächen zu fangen, geht's auch nicht. Eh nicht. Deswegen. So, das war's doch. Perfekter Anschauungsunterricht, oder? Und hier, nimm dies auch noch. Logipakt. Wie immer alles in die Tasche. Falls es etwas gibt, das du nicht verstanden hast, schau da rein. In das Ding da. Dort erfährst du die Grundlagen über den Beruf eines Pokémon-Trainers. Vielen, vielen Dank, alter Herr, wo mir erzählt hat, wie man einen Pokémon fängt, obwohl es mich gar nicht interessiert hat, aber ich musste es leider anschauen. Ich konnte gar nicht anders. So, dann gucken wir mal, dass wir hier mal ein bisschen vorankommen in unserer Pokémon-Reise. Ich muss jetzt da rein. Und die lasse ich einfach mal rechts und links stehen. Vertania-Wald. Das ist ja super. So, jetzt sind wir hier im Wald. Und hier machen wir erstmal eine kleine Pause. Bis zur nächsten Folge.